Ausschaffung eines einheitlichen, sicheren und frei zugänglichen öffentlichen WLANs für die Landeshauptstadt Dresden. Einreicher dieses Antrags ist die SPD-Fraktion. Ich darf Frau Sturm bitten und wir gehen dann in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Entschuldigung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Wir haben ja einen Antrag eingebracht, der sich nennt Schaffung eines einheitlichen, sicheren und frei zugänglichen WLANs. Bestandteil dieses Antrages ist die Schaffung eines stadtweiten WLANs in Zusammenarbeit mit Akteuren der Stadt, städtische Unternehmen und der Stadtmöblierung, die das bereits auch schon in anderen Städten anbieten. Wie ich es in der Aktuellen Stunde schon erwähnt habe, glaube ich, ist es wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit von Dresden. Ich glaube, es ist gut für den Tourismus von Dresden und ich glaube, es ist gut für die Dresdner Bürger, einen einheitlichen Netzzugang zu haben. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass der Antrag sehr offen formuliert ist, dass wir nicht festgelegt haben oder uns damit beschäftigt haben, an welchen Stellen in dieser Stadt das stattfinden soll, sondern dass dies die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den ausführenden Unternehmen dann tun sollen. Wir glauben, dass vereinzelte private Hotspots, an denen man sich immer wieder neu registrieren muss, ähnlich einer Insellösung ist und dies nicht förderlich ist für Dresden. Ich möchte noch mal ganz kurz auf meinen Abschlusssatz eingehen, den ich eben nicht sagen konnte, weil das ist meine primäre oder unsere primäre Motivation für diesen Antrag gewesen. Wir müssen die Menschen in dem Prozess und auf dem Weg abholen. Und ich distanziere mich davon, das ganze Thema mir als Wahlkampfthema vorwerfen lassen, zumal es die FDP ist, die als einzige Wahlkampfplakate zum Thema Digitalisierung hängen hat, sondern ich glaube, und das kam auch aus allen Reden hervor, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem wir uns annehmen müssen und das wir weiterhin unterstützen müssen. Ich fasse mich kurz, damit wir noch zu anderen wichtigen Punkten heute kommen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Abend. So, wir steigen damit ein in die Fraktionsrunde. Frau Hatzendorf, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es auch kurz. Selbstverständlich unterstützen wir diesen Antrag zur Schaffung eines einheitlichen, sicheren, frei zugänglichen öffentlichen WLANs in Dresden. Wir haben sowohl im Antrag als auch im Ausschuss in langen Beratungen klargestellt, dass es selbstverständlich nicht um ein flächendeckendes WLAN geht und dass es auch nicht um ein teures Konzept geht. Vielmehr geht es darum, dass man sich an den Konzepten, die es gibt, orientiert. Insbesondere gibt es da auch in Hessen schon ein sehr gutes Konzept, wo auch die Struktur vorgegeben ist, also wo es darum geht, dass man sich Schwerpunkte setzt, zielgruppenspezifisch eben Angebote analysiert, an bestimmten Verwaltungsstandorten solche Hotspots anbietet, an Bibos oder an Tourismuspunkten. Man auch überlegt, welche Partner man da einbinden kann, das Ganze grob dimensioniert und dann eben auch die technischen Anforderungen, Leistungsfähigkeit, Stichwort IT-Sicherheit klarstellt. Wie gesagt, da gibt es schon viel und es geht hier nicht um eine teure Beauftragung eines Planers. Daher finde ich, ist das ein sehr guter Antrag. Ist es so, dass sich, wenn man jetzt sagt, es ist wirtschaftsfeindlich, man sich entgegenhalten muss, dass es viele Konzepte eben auch auf der EU gibt, Förderprogramme, die klarstellen, dass öffentliche WLAN-Hotspots eben ein guter Beitrag sind für die Quartiersentwicklung, ein Beitrag sind für die Attraktivität von Regionen. Insofern überwiegen unseres Erachtens die Vorteile und wir werden diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Professor Kepel, bitteschön. Meister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also wir werden als FDP den Antrag auch gerne unterstützen. Ich denke auch, was von der Vorrednerin schon angesprochen wurde, die Thematik der Abdeckung, das sind Dinge, über die man dann im Detail noch reden muss. Ich denke auch, da wird es ein Prozess sein, den man dann vielleicht iterativ über eine gewisse Zeit entwickeln kann. Wir setzen auch einen Fokus auf am Anfang sicherlich die touristischen Plätze, wo wir den Gästen, die nach Dresden kommen, Angebote bieten können. Ich denke, weitere Punkte könnten auch sein,
Orte und Stellen, wo vor allen Dingen auch Bildung eine Rolle spielt, wo man dort auch Teilnehmern, die dort im Netz sich für Bildungsangebote entsprechend Daten herunterladen müssen, die Angebote schafft. Ich denke, es ist ein guter Antrag und wir unterstützen das. Dankeschön. Wird AfD das Wort gewünscht? Herr Engner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, wenn ich mich erinnere an die Debatten über diesen Antrag im Ausschuss, da wurde die einreichende Fraktion unter anderem auch gefragt, ob denn nun die Stadt dafür verantwortlich sei, öffentliche Daseinsfürsorge für alle Dresdner Bürger mit einem frei zugänglichen Internet, in dem Fall ein WLAN-Netz zur Verfügung zu stellen, ob das ihre Aufgabe tatsächlich ist. Sie haben natürlich darauf reagiert und auch gesagt, dass das untersucht werden soll erst einmal, welche denn Gebiete wirklich dafür in Frage kommen. Die Frage ist, was dieses Ergebnis da in dieser Untersuchung, die hier beauftragt werden soll, dieses Konzeptes uns tatsächlich präsentieren wird. Soll es am Ende dann vielleicht doch eine sehr großflächige Versorgung sein? Denn die ließe sich ja mit verschiedenen Argumenten durchaus rechtfertigen. Oder eben werden nur wieder bestimmte Filetstückchen herausgenommen, die vielleicht sogar wie jetzt schon bereits der Dresdner Flughafen mit WLAN versorgt werden, wie Herr Dr. Lames es ja vorhin erwähnt hat. Nun könnte man sagen, also ist alles eine tolle Sache und öffentliches WLAN ist auch ganz super. Da muss ich Ihnen aber auch sagen, für mich selbst und ich denke, für alle, die sich jetzt mit den modernen Internettechnologien befasst haben, ist, glaube ich, was das Drahtlose angeht, derzeit das absolut zentrale und wichtigste die Thematik, nämlich des Ausbaus des 5G-Netzes. Und es hat nämlich eine weitaus höhere Leistungsfähigkeit als das, was uns WLAN hier in dieser Stadt tatsächlich bringen kann. Und wenn Sie sagen, okay, wir werden auf jeden Fall natürlich unsere Anstrengungen intensivieren und dieses 5G-Netz in Dresden ausbauen, das war auch letztens in den Zeitungen hier in Dresden zu lesen, und wir werden gleichzeitig trotzdem unsere Energien dafür einsetzen, noch zusätzlich WLAN in Dresden kostenfrei und möglichst flächendeckend zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie das wirklich schaffen, wir erleben ja, wie schwierig das ist, in Deutschland mit gutem Netz Mobilfunk, auf Mobilfunkebene in Deutschland unterwegs zu sein. Ich erlebe es selbst in Dresden, wenn ich quer durch Dresden zur Arbeit fahre, wie ich regelmäßig aus gutem Netz in weniger gutes, zum Beispiel H-Netz, bis sogar ins E-Netz runterrutsche. Und das sind also alles Schwachstellen. Und wenn ich das dann schaue, könnte man natürlich auch wieder sagen, dass jetzt, wenn wir alles darin eininvestieren und jetzt dieses WLAN-Netz ausbauen, anstelle unsere Energien wirklich auf 5G zu konzentrieren, dass es am Ende wieder nichts Gescheites werden wird und dass am Ende dann gerade das, was die wirkliche Zukunftstechnologie ist, wir weiterhin in Deutschland ein Entwicklungsland bleiben. Und das sollte eigentlich nicht angestrebt werden. Und gerade auch für den Wirtschaftsstandort Dresden wäre es in dem Sinne gerade das absolut zentrale Ziel natürlich 5G in naher Zukunft und sicher und stabil bereitzustellen für unsere Bürger und wie auch für unsere Gäste. Und wenn Sie dann trotzdem sagen, wir schaffen beides, wir schaffen also 5G und wir schaffen WLAN, dann gibt es noch einen Aspekt, den Sie vielleicht auch noch bedenken können, das ist nämlich der Gesundheitsaspekt. Nun wird Ihnen wahrscheinlich jeder Forscher, der sich mit der Thematik befasst, sagen, es ist nicht so schlimm, wenn wir gewissen Strahlen ausgesetzt sind, es geht natürlich um die Masse und der verschiedenen Frequenzen. Dann müssen wir bedenken, wenn wir also WLAN-Netze haben, wenn wir noch die älteren G-Netze haben, das ist natürlich eine enorme Strahlenbelastung, den manche Bürger hier in den Ballungsräumen gerade dann ausgesetzt sind. Und wenn ich dann hier wiederum eine Präferenz wählen müsste, um sozusagen möglichst nicht möglichen krebserregenden Strahlungen ausgesetzt zu sein, wäre es sinnvoller, sich tatsächlich wiederum auf das G-Netz zu konzentrieren und das WLAN-Netz als lokale in bestimmten Bereichen, wie beispielsweise im Flughafen, wie beispielsweise auch in der Dresdner Innenstadt, fortgehaltene Technologie, die wir noch als zusätzliche Serviceleistung für Touristen, Gäste, aber auch für uns Stadträte hier zum Beispiel in der effektiven Nutzung dieser digitalen Stadtratsarbeit zur Verfügung stellen. In diesem Sinne möchte ich
sagen, dass wir uns als AfD-Fraktion diesem Antrag enthalten werden, weil wir gewisse Risiken bei der ganzen Geschichte sehen und glauben, dass die Präferenz weniger auf das WLAN als auf das G-Netz liegen sollte. Vielen Dank. Für die Bürgerfraktion Herr Dr. Bösel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, der Antrag liest sich natürlich auf den ersten Blick sehr, sehr angenehm, was die Einreicher natürlich immer noch vergessen haben zu erwähnen. Es geht ja um kostenloses WLAN. Und kostenlos ist natürlich immer gern gesehen, wenn man irgendwo etwas kostenlos mitnehmen kann. Das Problem bei den meisten Sachen, die kostenlos sind, ist, dass sie halt doch etwas kosten, aber die Kosten anderswo entstehen. In dem Fall ist es so, wir haben in Dresden ja bereits ein mobiles Internet. Wir haben sogar ein dreifaches mobiles Internet. Das erste nennt sich Telekom, das zweite Vodafone und das dritte nennt sich O2. Diese Mobilfunkanbieter sollen jetzt in den nächsten Jahren ein sehr umfangreiches 5G-Netz aufbauen. Dieses Netz kostet extrem viel Geld. Wir haben jetzt gerade die Messe der Fachzeitschrift Connect hier in Dresden gehabt. Dresden soll zur 5G-Modellregion werden. In Bonn haben wir die Auktion zu diesem 5G-Netz. Da sind wir mittlerweile in schwindelerregenden Milliardenhöhen angekommen. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Geld auf die Mobilfunkanbieter zukommen. Und jetzt gehen wir als öffentliche Stadt hin und sagen, na gut, da bauen wir jetzt noch ein WLAN-Netz auf. Und das bieten wir in Konkurrenz zu der Privatwirtschaft auch noch kostenlos an. Und natürlich sollen es auch noch die Privaten quersubventionieren mit ihren Abgaben, die sie zum Beispiel leisten und ihren Steuerzahlungen, die diese Firmen leisten. Das hat natürlich schon ein Geschmäckle, das muss man klipp und klar sagen. Man kann nicht auf der einen Seite erwarten, dass die Privatwirtschaft das 5G-Netz hier aufzieht, dass möglichst auch noch in der Heide hier noch 5G angeboten wird oder sonst wo. Und dann baue ich Ihnen an lukrativen Standorten in der Stadt ein Konkurrenznetz auf. Und nichts anderes ist kostenloses WLAN. Kostenloses WLAN ist ein Konkurrenznetz zur Privatwirtschaft. Es ist keine Ergänzung, es ist eine Konkurrenz. Dann kommt oft das Argument, naja, Tourismus. Es ist doch so ein tolles Tourismusargument. Wenn die Leute nach Dresden kommen, haben sie WLAN. Die allermeisten Leute, die nach Dresden kommen, haben erstens mal einen Mobilfunkanschluss. Das heißt, sie brauchen das WLAN in dem Umfang überhaupt nicht. Und das zweite Entscheidende ist, ich glaube, niemand auf der Welt sucht sich seine Urlaubsregion danach aus, ob er vor Ort dann bei irgendwelchen Statuen, Denkmälern oder Kunstwerken ein WLAN-Netz vorfindet. Ja, also das ist irgendwie, finde ich, ein albernes Argument, ein vorgeschobenes Argument. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man sagt, wir haben so viel Geld, wir wissen nicht, wohin mit dem Geld, dann kann man natürlich auch ein kostenloses WLAN anbieten. So ist es aber nicht. Wir haben in dieses Geld in dieser Stadt nicht unbegrenzt. Es gibt in dieser Stadt Dinge, die sind wichtiger. Es gibt Wichtigeres als kostenloses WLAN. Da fällt mir zum Beispiel ein, warum ist nicht Wasser kostenlos oder Strom? Ist Wasser oder Strom nicht wichtiger als Internet, als ein kostenloses WLAN? Wie sieht es aus mit Kitas? Warum sind Kitas nicht kostenlos? Wie ist es mit dem Essen in Kitas? Warum ist das nicht kostenlos? Ist Essen in Kitas für Kinder nicht wichtiger als WLAN für Touristen? Kann ich alles hinterfragen. Wie sieht es aus mit Essen in Schulen? Also mir fällt ganz viel ein, was man zuerst kostenlos gestalten könnte in dieser Stadt, bevor man auf die Idee kommt, kostenloses WLAN anzubieten. Mit dieser kostenlosen Mentalität, und damit bin ich wieder am Anfang des Themas angekommen, schaffen wir uns auch keine Vorteile. Wir sehen jetzt zurzeit ganz, ganz viele Demonstrationen wegen dem Klimawandel. Diese kostenlose Mentalität ist auch mit Schuld an den Klimaproblemen, weil die Leute eben nicht sehen, wo die Probleme entstehen. Dieses WLAN-Programm, an diesem WLAN-Programm wird in erster Linie die Wirtschaft, die Technikwirtschaft verdienen, die nämlich diese WLAN-Router herstellt. Es wird aber an diesem kostenlosen WLAN nicht die Stadt Dresden verdienen. Es werden hier auch nicht die Menschen daran viel haben. Wir werden uns in einen Kreislauf bewegen der ständigen Nachrüstung und Aufrüstung dieses WLAN-Netzes, weil natürlich die Datenmengen, die dann dort umgesetzt werden, immer größer werden. Ich kann nur davor warnen, es gibt Dinge, dafür ist die Privatwirtschaft gut, das ist in dem Fall ganz klar Mobilfunk, da muss eine Stadt nicht tätig werden. Und ansonsten sollte sich die Stadt wirklich auf Dinge konzentrieren, wo eine Daseinsvorsorge notwendig ist. Kitas, Schulen,
kostenloser Eintritt zum Beispiel in den Zoo, warum ist der nicht kostenlos für Kinder? Also es gibt viel, ganz viele Bereiche. DVB, wir reden jetzt über das 365-Euro-Ticket. Ja, warum ist denn das nicht kostenlos für Kinder, wenn schon WLAN kostenlos ist? Also in diesem Sinne, es gibt wichtigere Sachen in dieser Stadt, die kostenlos sein sollten, als ein Internet, das schon angeboten wird. Vielen Dank. Das ist die CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben den Antrag zunächst auch erstmal hin und her gedreht und uns überlegt, in welche Richtung geht es denn? Stürzen wir uns dort in ein neues finanzielles Abenteuer? Wird hier eine Grundversorgung geschaffen mit öffentlichen WLAN? Und ich bin froh, dass auch die Antragsteller, obwohl es in der Begründung des Antrages durchaus missverständlich steht, das ausgeräumt haben und nochmal klargestellt haben, dass es hier eben nicht um ein flächendeckendes, über die gesamte Stadt ausgebreitetes WLAN geben wird. Das sei auch an all diejenigen adressiert, die möglicherweise die Hoffnung in sich getragen haben, dass es so etwas geben wird. Das ist also nicht der Fall, sondern es geht hier an dieser Stelle einzig und allein darum, konzeptionell zu überlegen, an welchen Stellen macht es Sinn, so einen einheitlichen Netzzugang anzubieten. Das sehen wir zum einen im touristischen Bereich, das sehen wir an Stellen, wo, ich sage mal, viele Besucher die Stadt kennenlernen wollen, und das sehen wir auch in Ämtern, wo Bürger vielleicht ihr Anliegen vortragen und man übergangsweise auch einen einheitlichen Zugang über WLAN nutzen kann. Insofern können wir diesem Antrag, wenn er tatsächlich in diesem Kontext dann auch abgearbeitet wird, zustimmen. Zu mehr können wir nicht zustimmen, da bin ich dann doch ein Stück weit bei Herrn Dr. Bösel. Es ist letzten Endes Aufgabe von Telekommunikationsunternehmen, flächendeckende Netze zu erstellen, zu betreiben, und diese Dienstleistungen sind natürlich auch mit einem Entgelt verbunden. Da kann man über Daseinsvorsorge sprechen, wie man will. Da kann ich mich meinem Vorredner anschließen. Auch Wasser, auch Strom, alles wichtige Dinge sind entgeltliche Leistungen, die man bezieht. Und natürlich muss dort auch ein Preisschild dran sein, weil man darüber natürlich auch die Nutzung, das Nutzungsverhalten und auch die Menge dessen, was man verbraucht, ein Stück weit steuern kann. Wer viel Wasser verbraucht, muss eben auch viel bezahlen. Und wer sich im Umgang mit Wasser zurückhält, und das kann man das auch auf das Telekommunikationsverhalten übertragen, der bezahlt entsprechend weniger. Aber das eigentlich spannende Thema, meine Damen und Herren, das ist mir hier noch viel zu kurz gekommen, es ist teilweise angesprochen, das ist dieser wunderbare Vertrag, den der Oberbürgermeister zum Thema 5G geschlossen hat. Das ist doch wirklich mal eine Nummer, die hier gelaufen ist, die ich absolut begrüße. Wir sind mit dem Lehrstuhl von Professor Fettweis in der Spitzenforschung unterwegs. Wir sind dabei, 5G-Stadt zu werden, und jetzt müssen wir, und das fordere ich auch vom Oberbürgermeister mit ganzer Kraft vorantreiben, dass wir in dieser Stadt als erste Stadt in Deutschland ein flächendeckendes 5G-Netz bekommen, dass wir hier Pilotanwendungen bekommen und dass Dresden 5G-Stadt wird. Das ist doch das spannende Thema. Und da habe ich ja heute mit Interesse vernommen, dass die Grünen so ein bisschen versuchen, jetzt den Absprung von diesem Thema zu gewinnen, um jetzt auf die Spur der Ablehnung einzuschwenken. Da werden also diverse Risiken in den Mittelpunkt gestellt und man versucht, diesen ganzen Ängsten, die ja zum Teil auch mein Vorredner von der AfD mit den Worten Handystrahlung und all diesem ganzen Schwachsinn, dieses ganze Vokabular, was Sie da gebracht haben, verzeihen Sie mir den Ausdruck, also wissenschaftlich unhaltbarer Blödsinn, ich meine in dem Fall diese Begriffe, die Sie da zum Teil verwenden, da versucht man den Leuten Angst zu machen. Ich glaube eher daran, dass es uns gelingen sollte, hier Pilotanwendungen hinzubringen. Wir haben tolle Unternehmen, auch gerade im Bereich der Kreativwirtschaft, die im Bereich der Softwareentwicklung und Softwareanwendung Lösungen an den Markt bringen können, wenn wir solche 5G-Piloten hier entwickeln, die von Dresden kommen, die von Sachsen aus in die Welt gehen können. Und das sollte unser Anspruch sein. Deshalb gilt für uns bei diesem Antrag, ja, WLAN machen, aber 5G noch mehr und dabei richtig Gas geben und Geschwindigkeit aufnehmen. Vielen Dank. Zum Abschluss der Fraktionsrunde für Fraktion Die Linke, Herr Engemeier. Ja, sehr geehrte Damen und Herren im Saal, sehr geehrte
Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Sachantrag der SPD. Um es vorwegzunehmen, auch wir werden diesem Konzeptauftrag zustimmen. Wir tun das auch aus Überzeugung. Wir glauben, dass tatsächlich die Aufenthaltsqualität in Dresden an vielen Stellen dadurch verbessert werden kann, dass es dort WLAN-Angebote gibt. Wir werden dieses Konzept erwarten. Wir werden uns ansehen, welche Orte werden für WLAN-Ausbau vorgeschlagen, welche Anbindung werden diese Standorte haben und auch vor allem, was sind die Zugangsbedingungen. Und da werden wir auch tatsächlich uns das dann sehr genau angucken müssen. Da spielen dann so Themen eine Frage tatsächlich, wie frei zugänglich ist es? Brauche ich sozusagen tatsächlich irgendwelche Anmeldedaten oder etc.? Das ist dann auch zum Teil tatsächlich eine Frage, was für Fördermittel man dafür dann denn nutzen kann, ohne vielleicht sozusagen hohe Zugangshürden zu schaffen. Da werden wir abwägen müssen. Wir werden auch darauf Acht geben, dass tatsächlich die Netzneutralität in diesen Dingen geachtet wird und eben, ich sag mal, vielleicht auch manche Dinge, die zum Beispiel auch touristische WLANs, naja, mitunter zumindest schwierig machen, weil dann eben erstmal 3000 verschiedene Webseiten aufploppen, die einem was auch immer verkaufen wollen. Das werden wir mit dem städtischen WLAN ganz sicherlich nicht machen, aber da werden wir zumindest darauf achten müssen, dass das auch alles nutzerfreundlich ist. Und dann, ich hatte eigentlich noch ein bisschen einen anderen Teil der Rede vorbereitet, den schenke ich mir jetzt, mache ich jetzt ein bisschen gesundheitliche Aufklärung. Wenn man über Mobilfunkstrahlung redet, wenn man den Aluhut aus seiner Schublade nimmt, sich einmal richtig tief ins Gesicht zieht, dann sollte man hier sagen, nein, lass uns ja nicht noch ein WLAN machen, lasst uns lieber große, fette Mobilfunkmasten aufbauen. Zur Versachlichung der Debatte, WLAN hat etwa um Faktor 10 geringere Strahlendosis als Mobilfunk. Das heißt, wenn Sie besorgt sind darum, dass die Strahlung Ihnen schadet, Herr Bösel, Herr Engler, dann schalten Sie Ihr Mobilfunktelefon aus, gehen Sie da in den Flugmodus, schalten Sie nur das WLAN ein, wenn Sie das noch nutzen wollen. Oder im besten Falle nutzen Sie es gar nicht, schreiben Sie einen Brief, das geht auch. Aber das ist eben etwas, was wir nicht unseren Dresdner Bürgern anempfehlen wollen. Wir wollen, dass alle Menschen in Dresden am digitalen Leben teilhaben können, egal wo sie sind und vor allem eben auch, wie viel Geld sie in der Tasche haben. Denn all die schöne 5G-Welt mit den, keine Ahnung, 40, 50 Euro monatlich Verträgen, damit man dann ein schmuckes neues Smartphone hat, das überhaupt 5G überhaupt erstmal kann, die steht halt nicht jedem offen in Dresden. Die steht nicht jedem offen, solange im Hartz-IV-Satz eben nicht die wunderbar schöne 5G-Welt finanzierbar ist. Und wenn das Datenvolumen eben ausgeschöpft ist, dann gehen die Leute an Orte, wo sie freies WLAN haben. Da treffen sie sich vielleicht beim Dönerverkäufer um die Ecke, der es schon hat, vielleicht im Café und vielleicht eben auch bald an öffentlichen Dresdner Plätzen, am Alauenpark, am Albertplatz oder auf dem Postplatz. Und da wird es einfach schöner. Also machen wir das mit dem WLAN. Los geht's. Keine Debatte. Für die Fraktionslosen, Herr Green. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister. Bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, muss ich mal auf einen Vorredner doch eingehen. Herr Professor Gebel, also Sie haben wahrscheinlich mit Ihrer Idee, dass man in der Heide möglichst noch G5-Standort haben sollte, doch was aufgeworfen, was kontrovers werden wird. Also wenn ich mit meinen Kindern durch die Heide laufe, dann möchte ich gerne, dass ich mich mit ihnen unterhalten kann. Und dass sie nicht noch Blindenhunde brauchen, weil sie mit der anderen Hand ständig auf ihr Handy gucken. Ich bin ganz froh, dass das dort nicht geht. Und 1993 habe ich mir so einen riesen Klopper gekauft auf 10 jetzt. Der ging in den tiefsten Schlünden der Sächsischen Schweiz. Könnte man rein theoretisch parallel noch lassen. Also ich weiß nicht, was das soll. Denn wenn man in der Heide G5-Abdeckung haben will, hat man eine ganz eigenartige Form von Mischwald. Ein Baum, ein Umsetzer, ein Baum, ein Umsetzer. Ne? Ich denke auch, das hat eine ganze soziale Komponente. Also für meine Kinder gilt,
eine lange Mittagspause. Wenn die aus der Schule kommen, haben die erstmal die Telefone abzuliefern. Das gilt auch für nachts und das gilt auch fürs Wochenende. Da wird einfach ausgeschaltet und so ist auch unser Internet programmiert. Das geht dort aus. Herr Dr. Bösel, Sie haben nicht recht. Meine Kinder haben, als wir jetzt außerhalb der EU Urlaub gemacht haben, als erstes sich den Katalog genommen, oh, die haben im Hotel WLAN. Ja, es war dann die Notwendigkeit, dass ich auch dort diese Pausenzeiten einführen musste und mir dann die Handys habe geben lassen. Ja, meine Damen und Herren, zum eigentlichen Antrag. Sind wir doch mal ehrlich. Das iPad, was die Stadt und Dienste zur Verfügung stellt, mit der man an jeder Stelle Deutschlands ganz mal schnell ins Internet gehen kann, um nachzuschlagen, das ist angenehm. Das wissen wir alle zu schätzen. Und wenn es Bäume spart, wie der Herr Dr. Lames uns das vorgetragen hat, umso besser. Auch wir von der NPD möchten das den Touristen und Gewerbetreibenden anbieten. Die Dresdner Innenstadt ist toll, da gibt es an jeder Ecke freies WLAN. Wenn es so eine Parole gibt, das spricht sich sicher rum und man kann damit ja auch aktiv Werbung machen für einen Besuch in der Stadt. Aber natürlich gibt es auch Probleme. Also einiges ist schon genannt worden. Zum einen, soweit ich den Antrag verstanden habe, geht es nicht darum festzustellen, wer sich dort einloggt. Das ist also jeder Verbrecher, der gerade mein Handy gemaust hat. Der kann anonym surfen, er kann eine Droh-E-Mail verschicken, er kann anonym Drogengeschäfte anbauen oder er kann durch eine Bombendrohung mal schnell das Rathaus räumen lassen. Ist problematisch. Und soweit ich den Antrag verstehe, oder nee, soweit ich das weiß, haftet nach neuester Rechtsprechung auch der Anbieter nicht mehr dafür, aber das kann trotzdem nie gewollt sein. Auch sehe ich nicht, wie es finanziert werden soll. Auch das ist ja im Antrag nicht zu sehen. Werden die Daten der Benutzer, die sich einloggen, an Werbeträger weitergegeben? Wundere ich mich dann plötzlich, dass ich auf meinem Telefon Werbeanzeigen von den 5 Läden habe, die gerade um mich drumherum sind? Weiß ich nicht. Dann eine Frage der Logistik. Ich habe mir erklären lassen, dass die Hotspots, also diese kleinen Antennen, dass die durch Kabel gespeist werden müssen. Weiß ich nicht, aber es soll wohl zutreffend sein. Ist denn das zu leisten, frage ich mich. Denn eines bedenken wir bitte, was man baut, das muss man auch warten. Und wir sehen zum Beispiel unsere Straßen. Wir wollen ständig neue Straßen bauen und erweitern, aber wir kommen mit dem Instandhalten gar nicht hinterher. Was man baut, das muss man warten können. Und als letzter Gedanke, nicht Aluhut. Was ist mit dem Elektrosmog? Ich bin da kein Verfechter oder was, aber ich stelle die Frage mal andersrum. Sind die Strahlen wirklich so ungefährlich? Oder sind sie denn nicht vielleicht für einige wenige besonders sensible Menschen eine Beeinträchtigung? Also Sie merken, ich bin nicht so doll überzeugt. Wir haben uns geeinigt, wir werden auch zustimmen, aber ein paar Zweifel bleiben. Danke. So, es gibt weitere Wortmeldungen. Erst Herr Gilke, dann Herr Bösel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Ein schönes, zugängliches, freies WLAN. Was für ein schöner Gedanke. Nur was kann man damit alles anfangen? Damit kann man zum Beispiel losgehen und kann Dinge tun, die vielleicht nicht ganz dem Gesetz entsprechen. Auch das kann passieren. Wer haftet dafür? Wenn wir uns aktuell die Rechtsprechung anschauen, hat jemand ein WLAN-Netz, wird dort reingehackt und wird dort etwas angestellt, haftet derjenige, der dieses Netz betreibt. Dann haftet wohl die Stadt Dresden. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Schauen wir uns mal die Realität an. Wir haben relativ viele freie WLANs in vielen Läden. Eine kleine Anmeldung ist erforderlich, um sich zu identifizieren und schon kann man das nutzen. Darüber hinaus, ich weiß nicht, was das so großartig für Verträge gibt. Ich habe, glaube ich, 50 Gigabyte im Monat. Das haben, ohne dass es relativ teuer ist. Also wer hat denn heutzutage überhaupt noch das nötig, in WLAN zu haben? Also wir reden hier über so viele Dinge. Es gibt so viel wichtigere Dinge als das. Und wie gesagt, der Punkt mit der Sicherheit sollte man nicht außer Acht lassen. Vielen Dank.
Als nächster Redner Herr Dr. Bösel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Oberbürgermeister, der Herr Engemeier hat mich jetzt doch noch mal zu einem Redebeitrag animiert. Herr Engemeier, von einem, der früher mal Pirat war und jetzt bei den Linken ist, hätte ich doch ein bisschen mehr Sachlichkeit mehr gewünscht. Also die Darstellung mit diesem Aluhut, die wirkt natürlich sehr schön und da lachen alle, aber da Bedenken können Sie damit nicht ausräumen. Ich habe nichts gesagt zum Thema Gesundheitsschutz, ich habe nichts gesagt zum Thema Strahlung, das muss ich also sagen, dass Sie mich da jetzt erwähnt haben. Nee, habe ich nicht, aber jetzt mache ich's. Sie haben es verglichen jetzt mit WLAN und Mobilfunk. Mobilfunk haben Sie drei Netze. Jetzt gehen Sie mal in ein ganz normales Wohnhaus in Dresden und suchen dort nach WLAN. Dann haben Sie 10, da haben Sie 20 WLAN-Netze und das alles zusammen. Und dann sagen Sie mir mal, dass da die Strahlenbelastung nicht in etwa gleich hoch, mindestens gleich hoch ist. Das mag zwar sein, dass die Dosis bei dem Mobilfunk höher ist, aber Sie haben viel, viel mehr WLAN-Netze überall im Angebot. Ja, da lachen Sie. Da lachen Sie, da schauen Sie sich das mal an. Und dann sagen Sie mir mal, dass dann noch ein WLAN überhaupt, noch ein 21. oder ein 22. WLAN dort notwendig ist. Sinnvoll wäre es, dass diese WLANs verbunden sind in einem Sinne von, es gibt eben ein WLAN vor Ort und in das können sich alle eindrucken. Aber da müssen Sie auch die Privaten mit einbinden, die Leute, die vor Ort sind. Das wäre sinnvoll, dass das ein einheitlicher Zugang ist, wo Sie sagen, das Café bietet ein WLAN an, dann das Restaurant daneben, dann von mir aus auch noch irgendeine Privatwohnung und dann kommen Sie von WLAN zu WLAN. Das wäre eine Ansage. Aber nicht noch ein zusätzliches WLAN zu schaffen, wo Sie sich dann vielleicht stadtweit nicht neu einloggen müssen. Aber sobald Sie die Straßenbahn verlassen, stehen Sie halt wieder ohne WLAN da und dann müssen Sie sich doch wieder irgendwo einloggen. Die Straßenbahn, fairerweise muss ich sagen, hatte die Frau Sturm erwähnt. Das zeigt aber auch diese Vorstellung, man kann dann bei der DVB in der Straßenbahn kostenlos ins WLAN, setzt halt auch Funktechnologie voraus, nämlich von der Straßenbahn irgendwo anders hin. Das heißt, Sie kommen auch dann wieder nicht ohne einen Mobilfunkturm in dem Sinne aus. Das heißt, Sie müssen auch dort eine bestimmte Entfernung übertragen, außerhalb der Straßenbahn. Das heißt, auch dort wird der Aufwand extrem hoch gehen. Und haben wir auch wieder das Problem Strahlung, Herr Engemeier. So. Sie haben auch noch verglichen 5G mit WLAN. Man braucht heute nicht 5G. Es geht jetzt schon mit 4G ganz gut, so im Internet zu surfen. Und wenn Sie jetzt 5G mit WLAN vergleichen, dann müssten Sie auch darüber reden, welche Übertragungsgeschwindigkeit Sie dort im WLAN, was Ihnen da vorschwebt. Da müssten Sie auch den Leuten sagen, dass je mehr Leute im WLAN sind, dann die Übertragungsgeschwindigkeit natürlich langsamer wird. Das heißt, je erfolgreicher Ihr kostenloses WLAN wird, desto gleichzeitig langsamer wird es für die Leute. Und nichts ist so frustrierend wie Technik, die nicht funktioniert. Wenn man da sitzt und es klappt wieder nicht, es ist wieder ellenlangsam und es funktioniert nicht, dann geht das Gemeckere los und zum Teil auch mit Recht. Und dementsprechend, die Idee ist schön, aber letztlich ausgereift ist das Ganze nicht. Wir springen auf so einen Technik-Hype auf, wo wir sagen, wir müssen WLAN, wir müssen das alles, sonst geht die Welt unter. Nein, die Welt geht auch ohne WLAN nicht unter. So, weitere Wortmeldung, Herr Krien. Der Herr Gielke hat eine andere Rechtsauffassung zum Thema Haftung geschrieben, als sie mir bekannt war. Die Frage, ist die Verwaltung aussagefähig zum Thema Haftung, wenn also irgendjemand mit dem öffentlichen WLAN rechtsbrecherische Dinge tut? Herr Dr. Lahms, bitte. Ja, da sind wir auskunftsfähig. Da ist eine strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung ausgeschlossen durch die Gesetzgebung. Das Einzige, was als Anspruch noch entstehen kann, ist, dass man einen solchen Nutzer hinterher von der Benutzung ausschließt. Aber eine Haftung für das, was er im ersten Schritt dort getan hat, ist nicht der Fall. Im Übrigen gehört zur Freiheit in einer Gesellschaft eben auch, dass grundsätzlich mal der einzelne Mensch dafür verantwortlich ist, die Gesetze einzuhalten. So, weitere Wortmeldung, Schlusswort des Einreichers, dann Frau Sturm. Okay, super.
Ich möchte noch eins vielleicht zum Abschluss sagen. Es geht hier um ein Konzept. Wir beschließen nicht ins Blaue hinein irgendwelche Finanzen, irgendwelche Kosten, die auf die Stadt zukommen. Und ich möchte mich ganz klar von Ihrem Vergleich, Herr Dr. Bösel, mit kostenlosem Kita-Essen oder kostenlosen ÖPNV für Kinder distanzieren, weil Sie vergleichen hier Äpfel mit Birnen und das ist unfair in so einer Debatte, weil wenn es Fördermittel für die Nutzung von ÖPNV für Kinder gibt oder aber für ein kostenloses Essen in Kitas und wenn das als gerecht eingestuft wird, dass Ihre Kinder kostenloses Essen bekommen wie Kinder in Prolis, dann können wir das gerne machen. Aber ich glaube, hier werden wir keinen Fördermitteltopf finden und keine Unterstützung für eine Finanzierung. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal klar machen. Es geht um ein Konzept und es geht darum vorzulegen, welche Fördermittel akquirierbar sind, wie wir das finanzieren können, welche Standorte geeignet sind. Ich bedanke mich an allen, die diesen Weg mitgehen und die zustimmen. Danke. So, damit wäre die Debatte mal beendet. Wir steigen ein in die Abstimmung. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, ist jetzt an der Reihe. Neunundfünfzig Ja-Stimmen, keine Nein, 7 Enthaltungen, damit so beschlossen. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt 4 geschafft.